Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/5224. Hier gibt es den Wunsch, dass man mehrere Petitionen getrennt abstimmt. Ich stimme daher über die Petition, über die Beschlussempfehlung der Petition 3443/19 ab. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das sind die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse abstimmen über die Beschlussempfehlung zur Petition 3550, zur Drucksache 3550/19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse abstimmen über 3557/19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. 3564/19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Ich lasse abstimmen über 3808/19. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Jetzt bitte ich Sie, über die Beschlussempfehlung Drucksache 19/5224 im Gesamten abzustimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Vielen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 63. Das sind die Beschlussempfehlungen und Berichte. Ich frage jetzt wieder, kann ich es in der Kurzform machen, ohne Berichterstattung? Ich sehe Zustimmung. Vielen Dank. Dann lasse ich abstimmen über 19/5235 zu 19/5163. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Fraktion der SPD, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP ist somit angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/5236 zu 19/5205. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Fraktion der FDP ist somit angenommen. So, ich sehe, wir sind mit der Tagesordnung durch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie noch auf etwas aufmerksam machen zum Ende der Plenarsitzung. Der Ausschuss trifft sich jetzt Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 204 zusammen. Und ich möchte Sie noch darauf hinweisen auf den Mittelhessenabend 2017 des Vereins Mittelhessen, der im Anschluss an die Plenarsitzung im Mädchenraum beginnt und anschließend zu einem Empfang in das Restaurant des Hessischen Landtags einlädt. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend und unterbreche die Sitzung. Wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Vielen Dank.